Ja, vielen Dank und guten Abend zusammen. Danke auch Hannes, hat mir gut getan und uns auch. Ich will mal versuchen, ein bisschen das reinzutragen jetzt, was eine ZAP eigentlich ausmacht. Die ZAP steht am Ende eines Verfahrens. Und solange das Verfahren vorher in keiner Weise akzeptabel ist, kann man natürlich hinterher sagen, ja gut, das ist eine ZAP, muss es irgendwo geben. Nein, die GGUA sagt ganz klar, eine ZAP darf es nirgendwo geben. Sie ist Bestandteil des integrierten Rückkehrmanagements und damit menschenverachtend. Die Asylverfahren sind mittlerweile qualitativ so schlecht, dass auch die Verwaltungsgerichte stöhnen, dass sie das nicht mehr korrigieren können. Sie müssen sich das vorstellen, oder ihr müsst euch das vorstellen, was bedeutet das? Afghanische Flüchtlinge werden im Asylverfahren abgelehnt. Ja, das ist eine politische Entscheidung, weil wir sind ja da und da muss ja Afghanistan irgendwo ein paar sichere Plätzchen haben. Wir haben ja genügend Geld investiert und Leben. Und vor diesem Hintergrund, wenn eine Stadt wie Münster, ich habe es eben noch gehört, im Rat sagt, keine Abschiebung nach Afghanistan, dann sollen die Kolleginnen und Kollegen in der zentralen Ausländerbehörde aber diese Abschiebung durchführen. Was verlangt ihr denn von städtischen Mitarbeiterinnen? Das ist eine Unverschämtheit. Faire Verfahren ist das, was wir immer gefordert haben. Achtung der Menschenrechte, Achtung der Kinderrechte. Nicht vollkommene Entrechtung, wie man es bei den Roma aus dem Balkan geschafft hat, die man komplett entrechtet hat. Und die werden dann von der zentralen Ausländerbehörde hier in Münster bearbeitet mit einer freiwilligen Ausreise oder Abschiebung. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Die vergessenen Holocaust-Opfer. Münster hat sich bislang für sie eingesetzt. Sie kann sie jetzt nicht in einer zentralen Ausländerbehörde einfach so opfern. Das werden wir nicht hinnehmen. Und deswegen, liebe Grüne, stimmt dem nicht zu. Ja, vielen Dank für diese